Anwaltsarbeiten scheint eine schwierige Sache zu sein. Kürzlich herausgeklagte Pfizer-Dokumente belegen, dass es zwei Herstellungsprozesse für RNA-Impfstoffe gab. Ein Intern Process One genannt für das Zulassungsverfahren in vitro steril maschinell produziert und ein zweites Intern Process Two genannt, wiederum bakteriell basiert, nicht steril. Und das Ganze führt auch dazu, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, das entsprechend monierte, aber in Folge nicht etwa irgendwie die dadurch verunreinigten Impfstoffchargen vernichten ließ, den Produktionsprozess neu aufbauen ließ, sondern sie senkte einfach den Standard der RNA-Konfigurität. Das Ganze lässt sich auch im British Medical Journal nachlesen. Was mich vor diesem Hintergrund interessiert, ab wann wusste denn die Bundesregierung, wusste das Gesundheitsministerium davon, dass die EMA diesen RNA-Standard massiv abgesenkt hatte? Herr Warbeck, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die von Ihnen jetzt hier dargestellte Behauptung tatsächlich so zutrifft, dass hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Impfstoffe Standards durch die EMA abgesenkt worden. Sollte es so etwas gegeben haben, dann würde ich Sie bitten, das an die EMA tatsächlich zu richten. Mir liegt eine solche Erkenntnis nicht vor, gegebenenfalls könnte ich das aber auch nachreichen. Ja. Okay. Also nochmal ganz nur zum Verständnis, das heißt, die Bundesregierung sagt, sie ist weder darüber informiert, dass die EMA diese Verunreinigung moniert hat, noch dass sie in Folge darauf die entsprechenden Standards gesenkt hat. Herr Warbeck, ich sagte jetzt gerade, dass mir dieser Aspekt nicht bekannt ist und gegebenenfalls könnte ich das nachreichen, sollte das so zutreffen. Dafür wäre ich sehr verbunden, danke. Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Frau Jeckels dran mit einem neuen Thema.